Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Live-Video. Ich habe mich dazu entschieden, heute nochmal ein Video zu machen, eben zum Ende des Jahres hin, bevor das neue Jahr anfängt, um mit euch nochmal darüber zu sprechen, was habt ihr für Ziele für das neue Jahr und wie könnt ihr diese Ziele auch erreichen. Also ich persönlich finde es super wichtig, sich Ziele zu setzen, weil ich im Leben vorankommen möchte. Ich möchte Dinge zum Positiven entwickeln. Ich möchte Neues lernen. Und es hilft mir einfach auch, den Fokus zu behalten. Weil es ist einfach wichtig, hallo Karin, es ist einfach wichtig zu wissen, wo geht denn mein Weg hin? Also wenn ich so planlos durchs Leben stolpere, muss ich mich ja auch nicht wundern, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das eigentlich wünsche. Deswegen finde ich das immer richtig klasse, sich Ziele zu setzen. Hallo Martina, es freut mich so sehr, dass ihr da seid. Deswegen finde ich es persönlich wichtig, sich Ziele zu setzen und ich habe mir auch schon meine Ziele fürs neue Jahr aufgeschrieben. So, und dann ist das ja natürlich erstmal schön zu wissen, wo es hingehen soll, was man gerne erreichen möchte, aber meistens geht man vielleicht so die ersten paar Schritte und dann ist Schluss. Oder man geht gar nicht erst richtig los, weil man nicht weiß, ja, wie erreiche ich denn jetzt dieses Ziel? Also es ist schön und gut, sich Ziele zu setzen. Wenn ich mich dann aber nicht auf den Weg mache, diese Ziele auch zu erreichen, dann verpufft das Ganze natürlich wieder. Und darum soll es heute so ein bisschen in dem Livestream gehen. A, wie setze ich mir richtige Ziele? Und B, wie kann ich die tatsächlich auch erreichen? Also wie kann ich motiviert bleiben? Wie mache ich das denn? Also was sind denn meine ersten Schritte? Und dazu habe ich euch gestern aufgefordert, gerne einfach mal in die Gruppe zu schreiben, was eure Ziele sind. Und anhand dieser Beispiele kann ich das halt sehr gut erklären. Und ich fange mal mit dem ersten an. Ich möchte nächstes Jahr jeden Tag mindestens eine Viertelstunde nur für mich nutzen. In der Winterzeit auch mehr und einfach auch mal wieder mehr walken gehen. Genau, dann schrieb sie, ob vielleicht auch eine Freundin mitmacht, dann wird es vielleicht einfacher. Das finde ich mega cool. Also für uns Mamas finde ich, das ist das perfekte Ziel, mehr Zeit für mich. Weil die meisten von uns, und da nehme ich mich gar nicht aus, nehmen sich einfach viel zu wenig Zeit für sich. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses Ziel und starten damit, wie formuliere ich denn mein Ziel richtig? Das ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, weil dieses Ziel sollte schon auch klar und detailliert beschrieben sein. Weil sonst ist das nur so, ich möchte nach Osten gehen. Aber in welche Stadt ich vielleicht möchte, weiß ich nicht. Deswegen wäre hier, sie hat das schon recht gut gemacht. Sie hat das genau detailliert, eine Viertelstunde. Also 15 Minuten und das jeden Tag. Optional in der Winterzeit auch gerne ein bisschen mehr. Und hier liebe ich diesen Punkt, es ist realistisch. Also in der Zielsetzung immer aufpassen, ist das denn realistisch? Also ist das realisierbar oder stecke ich mir hier meine Ziele einfach viel zu hoch? Weil das ist schon ein erster wichtiger Punkt. Wenn ich mein Ziel so unrealistisch stecke, dass ich es gar nicht erreichen kann oder nur mit sehr hohem Aufwand, dann erreichen wir es tatsächlich meistens auch nicht. Und dann sinkt einfach die Motivation auch sehr krass. Deswegen hier wäre das Ziel, sich jeden Tag 15 Minuten Zeit zu nehmen. Also erstmal Zielformulierung. Dann, wie kann man das jetzt im Alltag ganz konkret umsetzen? Ich liebe ja für solche neuen Angewohnheiten einen Habit-Tracker. Ich kann euch meinen jetzt gerade nicht zeigen. Das ist bei mir einfach so ein A4-Zettel. Auf der linken Seite stehen alle Gewohnheiten, die ich etablieren möchte oder die ich wieder regelmäßig machen möchte. Da könnte jetzt zum Beispiel stehen, 15 Minuten Zeit für mich. Darunter könnte dann zum Beispiel stehen, walken, lesen, nähen, was auch immer. Darüber stehen dann die Tage des Monats. 1, 2, 3, 4, 5 bis zur 30 oder 31. Und jeden Tag kann man dann abkreuzen oder abhaken, habe ich mir diese 15 Minuten Zeit für mich genommen. War ich heute walken, habe ich heute meditiert, was auch immer. Das motiviert zum einen. Und man behält auch so den Überblick, bin ich noch dabei, verfolge ich noch mein Ziel? Also Reflexion ist ganz wichtig, immer wieder zu schauen, verfolge ich noch mein Ziel? Bin ich irgendwie vom Weg abgekommen und wie komme ich wieder auf diesen Weg
drauf, also das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wie kann ich das machen? Indem man sich seine Ziele ganz konkret aufschreibt. Ich liebe es zum Beispiel auch zu sagen, boah, ich habe so viele Ziele, wie soll ich die alle schaffen? Zu sagen, jeden Monat ein Ziel. Im Januar möchte ich es schaffen, mir täglich 15 Minuten Zeit für mich zu nehmen. Wenn sich das dann etabliert hat, möchte ich im Februar erreichen, zweimal die Woche Sport zu machen. Und so setzt man das im Jahr einfach fort. Und da kann man halt super geilen Kalender nutzen und bei jedem neuen Monat oben erstmal hinschreiben, was ist das Ziel für diesen Monat. Weil Planung einfach auch wichtig ist. Da kann man halt, wie gesagt, auch in seine Tagesplanung diese 15 Minuten tatsächlich einplanen. Und in seinem Tagesplan, wenn da steht 8 Uhr Arbeit, weiß nicht, 13 Uhr Arzttermin, steht halt irgendwo 14 Uhr 15 Minuten Me-Time. Also das auch nicht zu unterschätzen, wie wirkungsvoll das tatsächlich ist, wenn ich mir das als Termin tatsächlich aufschreibe. Wir exerzieren das dann an den anderen Zielen gerne auch nochmal ein bisschen durch. Dann ist ja auch noch ein Punkt, ja, wie bleibe ich denn jetzt motiviert oder wie mache ich das denn jetzt? Kommen wir erstmal zum Thema Motivation. Überlege dir für dich, warum ist es dir wichtig, dir 15 Minuten Zeit am Tag zu nehmen? Was verbessert sich dadurch? Was willst du dadurch erreichen? Geduldiger werden, ruhiger werden, wieder zu sich selbst finden, ausgeglichener sein, einfach mich als Person wiederfinden, was auch immer das für dich ist. Und umso emotionaler die Motivation ist, umso stärker ist die dann auch. Was ich zur Motivation auch sehr liebe, sind Vision Boards. Also sich visuell dastehen, wie mein Ziel dann aussieht. Zum Beispiel halt eine Frau, die Yoga macht, wenn ich irgendwie anfangen möchte, Yoga zu machen. Oder ein Bild vom Strand, wenn mein Ziel ist, im nächsten Jahr Urlaub am Meer zu machen. Und das dann irgendwo zu haben, wo man permanent drauf guckt. Gerne auch die Ziele auf Post-its schreiben und die Post-its in die Wohnung packen, um den Fokus beizubehalten. Was ist mein Fokus? Und jetzt die Umsetzung. Wie gesagt, ich finde es super geil, diese Ziele in seinem Terminkalender irgendwie mit festzuhalten und dann zu überlegen, was sind so die ersten Schritte. Also das große Ziel ist, dass es einfach eine Routine geworden ist, sich 15 Minuten Zeit am Tag für sich zu nehmen. Was sind denn so die ersten Schritte? Ich muss anfangen, jeden Tag Zeit für mich zu nehmen und es in Ordnung finden, wenn es halt am Anfang nur dreimal die Woche wird oder viermal die Woche wird. Also ich finde es auch super wichtig, geduldig mit sich selbst zu sein, lieb und nett zu sich selbst zu sein, auch wenn es vielleicht nicht am Anfang so klappt, wie man sich das wünscht. Übrigens stellt jederzeit gerne Fragen oder eure eigenen Ziele unten in den Chat. Ich würde mal weitermachen. Genau, hier war auch nochmal, also ganz oft, das Ziel mehr Zeit für mich, liebe ich sehr. Passt zum Beispiel auch, ich gebe immer so Gruppencoachings und im nächsten Jahr habe ich im Februar das erste Gruppencoaching und habe mir da auch als erstes Thema Zeit für mich genommen. Weil das finde ich so als Mama das essentiell Wichtigste. Bevor ich anfange, an meiner Selbstliebe zu arbeiten, an meinem Selbstwert, muss ich mir erstmal die Zeit dafür nehmen. Und deswegen mache ich auch im Februar ein Gruppencoaching genau zu diesem Thema. Zeit für mich. Wie mache ich das einfach ganz konkret? Und dann ist hier noch das Thema Abnehmen. Ich glaube, das Ziel Abnehmen ist auch immer sehr populär und für viele wahrscheinlich präsent und setzen sich viele wahrscheinlich auch jedes Jahr aufs Neue. Und da finde ich halt auch das Thema Motivation so wichtig. Also dieses Warum? Warum möchte ich denn abnehmen? Weil es ist weniger motivierend, wenn ich für die anderen abnehmen möchte. Weil das in der Gesellschaft besser anerkannt ist, wenn man als Frau schlank ist oder einem bestimmten körperlichen Ideal entspricht. Die Motivation ist viel höher, wenn ich mir zum Beispiel setze, ich möchte zu meinem Hochzeitstag wieder in mein Hochzeitskleid passen, um meinen Mann zu überraschen. Oder ich möchte meinen Kindern ein gutes Vorbild sein in Sachen gesunde Ernährung, in Sachen Sport. Oder ich möchte einfach für meine Kinder wieder gesünder sein, um aktiver mit ihnen sein zu können, um länger zu leben für meine Kinder, für meine Enkel und Urenkel. Also da halt zu schauen, da an diesem Punkt abnehmen, finde ich dieses Warum möchte ich das und die Motivation dahinter super wichtig. Was ich auch liebe, um motiviert zu bleiben, sind Zielbuddies. Das empfehle ich auch immer in den Gruppencoachings, sich innerhalb dieser Gruppe noch einen Zielbuddy zu suchen.
derjenige muss nicht mal dasselbe Ziel haben, aber man kann sich zum Beispiel hier in unserer wunderbaren Facebook-Gruppe finden, hey, mein Ziel ist, nächstes Jahr abzunehmen. Dein Ziel ist es auch mega gut, lass uns gemeinsam an diesem Ziel arbeiten und motiviert bleiben. Und dann finde ich es halt immer toll, zum Beispiel immer Sonntagabends zu schreiben, hey, wie war deine Woche? Was hast du für dein Ziel gemacht? Weil da entsteht so ein kleiner positiver Druck. Ich möchte ja nicht jedem Sonntag demjenigen erzählen, ich habe wieder nichts gemacht, um mein Ziel zu erreichen. Sondern man möchte demjenigen ja erzählen, hey, ich habe das und das und das geschafft. Man möchte sich vielleicht auch austauschen, was hat funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Weil der andere wiederum auch interessanten Input geben kann. Und manchmal möchte man seinem Zielbuddy auch einfach erzählen, dass es scheiße lief, dass nichts geklappt hat. Und möchte von ihm wiederum so ein bisschen motiviert werden. Also Zielbuddies kann ich auch mega gut empfehlen. Und beim Thema Abnehmen finde ich auch super wichtig diese Zielformulierung. Also willst du 10 Kilo abnehmen? Willst du deinen Umfang um 5 cm schmälern? Möchtest du in ein bestimmtes Kleidungsstück wieder passen? Oder möchtest du dich einfach wieder wohl in deinem Körper fühlen? Oder hast du einen sportlichen Anreiz? Möchtest du wieder problemloser joggen können? Möchtest du vielleicht auch in der Ernährung einfach wieder mehr Obst und Gemüse in deinen Speiseplan integrieren? Also beim Thema Abnehmen finde ich die Zielformulierung super, super wichtig und essentiell. Und dann einfach zu gucken, hey, mein großes Ziel sind von mir aus 10 Kilo im nächsten Jahr. Das heißt, im ersten halben Jahr zum Beispiel 5 Kilo. Was heißt im Monat ein halbes Kilo oder so, ne? Um das auch überprüfen zu können und so in kleinen Schritten zu sehen, hey, es geht vorwärts, weil so bleibe ich ja auch motiviert, wenn ich so diese Teilziele, diese kleinen Ziele erreiche und sich dann halt tatsächlich auch dafür feiern. Also das halt auch anzuerkennen, dass man seinem Ziel wieder ein Schrittchen näher gekommen ist. Und hier ist nochmal ein Ziel, was ich auch super schön finde, alles viel positiver sehen. Und da kann man jetzt wieder gucken, wo kommt es her, dieses Ziel? Warum möchte ich das erreichen? Und was bedeutet es für mich, alles wieder positiver zu sehen? Also so ein bisschen näher beschreiben, was heißt das? Wieder die Schönheit der Natur wahrnehmen, wieder wertzuschätzen, was ich eigentlich alles im Leben habe. Also da spielen dann so Sachen wie Achtsamkeit, Dankbarkeit eine Rolle. Und sich da zu überlegen, hey, okay, was ist Achtsamkeit und wie kann ich Achtsamkeit im Alltag praktizieren? Wie kann ich Dankbarkeit im Alltag praktizieren? Und da wäre so ein erster Schritt, mir ein Buch zu kaufen zum Thema Dankbarkeit, zum Thema Achtsamkeit, zum Thema positive Lebenseinstellung. Das zu lesen und mit diesem Buch dann weiterzuarbeiten und die nächsten Ziele festzulegen. Also du musst heute noch nicht wissen, was deine Schritte über das ganze Jahr sind. Ich finde heute erstmal wichtig zu sagen, das ist mein Ziel, das ist meine Zielformulierung. Und sich dann im ersten kleinen Schritt mit dem Wie zu beschäftigen. Also wie kann ich mein Ziel erreichen, auch nicht außer Acht lassen, wie kann ich denn motiviert bleiben über diesen Zeitraum. Genau, das waren so einige Ziele, die ihr euch fürs neue Jahr gesetzt habt und mir das schon verraten habt. Schreibt gerne nochmal in die Kommentare jetzt, während ich live bin, wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie man so seine Ziele erreicht, weil ach, wir kennen es alle mit den Vorsätzen und irgendwie setzt man sich nächstes Jahr Silvester wieder genau dieselben Vorsätze, wenn man es halt nicht geschafft hat. Ich finde es wichtig, sich Ziele, Vorsätze, wie auch immer ihr das nennt, zu setzen, einen Plan zu haben, fokussiert zu sein, wo will ich hin in diesem Jahr und dann aber auch ganz konkret tatsächlich zu gucken, wie kann ich das umsetzen? Und dann halt auch immer wieder zu reflektieren, warum funktioniert das nicht? Also warum komme ich da vielleicht nicht hin? Warum bin ich nicht motiviert? Warum schaffe ich es einfach nicht mehr regelmäßig Zeit zu nehmen? Und da zu reflektieren, woran liegt das? Und wie kann ich das ausmerzen? Oder wen kann ich fragen, ob er mich unterstützt, ob er mir hilft, ob er mir einen neuen Input gibt, wie ich dieses Ziel erreichen kann? Da halt auch wirklich dran zu bleiben und sich selbst wichtig genug zu sein, Zeit und Energie und Passion und Leidenschaft in dieses Ziel zu investieren. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich speichere das Video natürlich wieder ab. Wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt, stellt die super gerne dann später auch noch in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne eine private Nachricht. Hey, das ist mein Ziel.
Hast du eine Idee, was mein erster Schritt sein könnte? Weil das ist so das Wichtigste, den ersten Schritt dann zu machen und dann zum nächsten und zum nächsten und zum übernächsten zu kommen. Ich kenne auch noch nicht alle Schritte für meine Ziele im nächsten Jahr, aber ich kenne zumindest den ersten. Und das ist schon erstmal das Wichtigste. Aus diesem ersten wird sich dann hoffentlich der zweite ergeben. Der zweite Schritt könnte nämlich zum Beispiel sein, Schritt 1 hat nicht funktioniert, was ist jetzt Plan B? Weil auch auf diesen, aus Fehlern, die man da vielleicht macht, auf dem Weg oder Abzweigungen, die man nimmt, die nicht so gut waren, kann ich was Positives gewinnen. Nämlich dieses, aha, so geht's nicht. Und wie kann es dann halt einfach anders gehen? Ich danke allen, die live jetzt zugeschaut haben. Ich danke auch allen, die sich das Video im Nachgang ansehen. Ich wünsche euch noch ein paar wunderschöne, hoffentlich entspannte, ruhige Tage im alten Jahr. Und trotz allem einen grandiosen Start ins neue Jahr. Und dass ihr es schafft, so viele Ziele wie möglich, so gut wie möglich im nächsten Jahr zu erreichen. Bis ganz bald. Tschüss.